Hallo Leute, willkommen zur neuen Aufnahme / Ausgabe vom The Witcher 3 Let's Game. Ja, wir sind jetzt beim blutigen Baron. Sagt dem Baron, dass er dir zeigen soll, wo er sein Kind begraben hat. So, ja, heute ist der 21. Dezember, denke ich. Weiß nicht genau. ja, und auf jeden Fall heute ist eine Aufgabe am Start, und zwar lege ich einen Feind nur mit Zeichen, denke ich, bei der Aufgabe, falls ich mich nicht irre. Und dann ja, müssen wir jetzt, denke ich mal, gegen das Kind kämpfen, und ich denke, wir müssen es nur mit Zeichen erlegen oder sowas und in der Art. Fertig? Ja, ich bin bereit, Kumpel. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie. Wenn auch nicht dafür. Also zur Verteidigung. Wenn das Viech, nennen wir es mal so, auf ihn drauf springt. Einige Stunden später. Noch etwas weiter. Mir nach. Okay. Familienangelegenheiten. Quest aktualisiert. Folge dem Baron. Was geht's, Baron? Einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Ja, das war klar. Verdammt. Ja, da haben die wohl nicht so viel Glück. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Oh shit. Schau. Lecker. So, das muss man greifen, den Fehlgeborenen in einen Tölpelwolf verwandeln. Verwandeln möchte ich gerne. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Barmherzige Götter. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Ja, dann müssen wir uns wohl etwas beeilen, damit wir auch jemanden noch zum Kämpfen bekommen, den wir dann erledigen können. Scheiße, doch nicht jetzt, Geralt. Tun wir, was wir tun müssen. Wir reden später. Ich möchte aber mit dir reden. Komm jetzt. Wir müssen ihn begraben. Scheiße, doch nicht jetzt, Geralt. Ja. Ab in die Burg. Also das Kind. Oh shit. Hungrige Geister, der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Was soll ich machen? Oh fuck! Oh verdammt! So, ich darf nur mit Zeichen kämpfen. Kann ich überhaupt Schaden machen, den Typen? Oh verdammt. Verdammt. Sind das überhaupt die richtigen Feinde, um gegen sie mit Zeichen zu kämpfen? Doch, geht. Das geht. Aber vielleicht sind es auch die
Verdammte Scheiße! Hört doch auf, mich zu töten, ihr Bitches. Ganz chillig, komm! Geralt, aktiviere dein Zeichen richtig. So, ich darf nicht so viel herumspringen, weil jedes Herumspringen verlangsamt die Regeneration vom Zeichen oder beziehungsweise frisst, denke ich, nur ein bisschen Ausdauer, die ich für die Aktivierung des Zeichens benötige. Und dann dauert es halt natürlich etwas länger, um das Zeichen zu aktivieren. Aktivier, Geralt! Geralt, du bist so schlecht. Komm, etwas essen. Alter, nein. Oh, verdammt! Warte mal. So, wir machen kurz Pause, indem wir ins Inventar gehen und mal kurz nachlesen, was man denn gegen die Geister eigentlich verwenden muss. Bestiarium, so, verwirkte Wesen, Nekrophagen, nein, Hybriden, nö, verfluchte Wesen. Scheiße. Hä, wo sind die Geister? Was verwendet man gegen die Typen? Wir haben doch schon mal gegen Geist gekämpft. Ja, steht anscheinend nicht hier drin. Bisherium ist wohl für eine Arsch. Schade. Dann müssen wir wohl hier durch. Nimm das, Geist. So, wenn wir einen Geist gekillt bekommen, wird es echt nice sein. So, lass dich auf. Komm schon, so. Jetzt aber, komm. Ich hoffe doch, ich hab's getroffen. Es, was, den Geist, die Erscheinung, es ist ein S, definitiv. Komm, Geralt, Alter, träum doch nicht herum. Hier steht das nicht, manchmal klappt das mit dem Aktivieren, manchmal nicht. So, ich muss auf jeden Fall Leben sparen und so. Ist auf jeden Fall nicht so easy. Na! Was passiert? Verdammt! Oh shit! Oh shit! Fehlgeborenes, beruhig dich! Doch, kann es. Nimm das! Wieso brennt es nicht? Hab ich nicht, das warst du. Du hast ihn so scheiße festgehalten. Verdammt, ich darf nicht so viel Leben verlieren. Weil sonst muss ich mehr heilen und ich habe nicht so viele Heildinger, denke ich, dabei. So, verbrenn, du scheiß Viech. Hätte hier rüber, Geralt. Boah, Geralt, Alter, in der Ecke gefangen. Alter, leck mich doch am Arsch, Baron. Wer hat ihn die ganze Zeit in den Händen? Etwa du oder etwa nicht? Doch, kann es! Guck dich an, Alter, du bist so ein Rot. Du bist rot und da ist es auch rot. So, fertig. Beziehungsweise du heißt Roter Baron. Komm, jetzt aber. Na, aktivier doch. Super. Manchmal klappen die Zeichen einfach nicht. Das finde ich echt blöd irgendwie. Spring, Geralt. Boah, ich hätte dich schon seit Jahren gekillt. Mit dem Schwert, mein Gott. Aktivier, Geralt. Super Job, aber etwas schwach getroffen. Aber warte mal kurz. Ich gehe mal kurz ins Bestiarium. Was muss man eigentlich gegen die Typen aktivieren? So, verfluchte Wesen, Fehlgeborene. Gegen es ist ein Axi-Zeichen gut und ein Verfluchtenöl. Okay, das heißt, ich brauche ein Axi. Ah! Verdammt, ich verliere Leben. F, futter mal ein Ei jetzt. Ich hab nicht. Alter! Alles klar, nein, ich wollte jetzt angreifen. Verdammt, ich bin fast tot. Es ist dein Kind! Verdammt, ich habe nur noch einen Apfel übrig. Ich werde das nicht schaffen. Ich werde es leider nicht schaffen. Außer wenn ich jetzt wie ein Boss ausweiche. Getroffen? Weiß ich nicht.
Harte Sache, Geralt. Verbrenn, du Scheißviech. Leider schon. Alter, boah, jetzt muss ich richtig wie ein Boss ausweichen. Hallo, Fehlgeborenes. Verbrennen. Oh mein Gott, was passiert? Was passiert? Alter, nein. Geht das klar? Wie soll ich das schaffen, Leute? Jetzt heilt sich noch diese Pisskacke. Ist es euer Ernst? Ist es euer Ernst? Ich muss leider das Schwert auspacken. Ist egal, ich erledige ein anderes Monster. Ah, okay, ich bin eh gestorben. Ich hatte eh keine Chance. Verfickte Scheiße. Nein. Wisst ihr, da steht, dass ich... Naja, komm, lass mich schon landen. Da steht, dass ich... Also, die Aufgabe heißt, irgendein Monster mit Zeichen. Das heißt nicht das allererste oder so. Das heißt, ich warte auf einen besseren Moment. Das heißt, die Monster hier sind etwas zu stark. Das sind Bosse sozusagen. Ich kann mir gerade einfach jetzt nicht leisten, das zu machen, weil man packt das einfach nicht. Man packt das einfach nicht. Leider nicht, nein. Ich muss das jetzt machen. Mit dem Schwert, ja. Mit Klinge und Feuer und was weiß ich was alles. Muss es jetzt gemacht werden. Ja. Ich habe leider nicht das Baby da. Ja. Ach, jetzt alles wieder von neu. Alles klar. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Wo? Ach, verfickte Scheiße, wir können uns wieder entscheiden. Da wir eh gegen das Kind kämpfen müssen, werden wir es einfach erledigen. Also, sofort. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Ja, wir überspringen das. Sorry, Kumpel. Das Grab ist ob. Ja, ja. Der Fehlge... Wir müssen das Monster angreifen. Zurück. Erledige es. Komm her, du Bitch! Ich werde dich umbringen! In die Ecke mit dir! Ich kann es irgendwie nicht treffen. Ich konnte es nicht treffen. Was ist da los? Leck mich doch am Arsch, Alter! Ich hab jetzt verärgert, Alter. Fuck, jetzt das Kampffeld hier, das kleine. Wieso kann ich das irgendwie nicht treffen? Ich kann es echt nicht treffen. Ich kann ihm nichts machen. Es ist unfair. Ich erstmal hier so ein Zett. Hä? Ich kann ihm nichts machen. Was ist los? So, jetzt aber. Jetzt aber. Wieso mache ich ihm kaum Schaden? Ich kann ihm nichts machen. Ich kann ihm echt nichts machen. Ich muss nur mit Zeichen kämpfen, leider. So, das Kampf ist etwas kleiner jetzt. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, der Kumpel. Jetzt bitte. Mein Gott. Spring doch nicht, wieso, keine Ahnung, was herum. Alter, du Kackding. Kackfleck. Nimm das. Nimm deine Fresse, du verfickte Bitch, ey. Alter, ist das Ding hart. Ich habe auch kaum Essen. Ich muss mir was an Essen neu kaufen. Das finde ich ganz doof. Ich kann mich kaum hochheilen. Das finde ich ganz doof. So, ja, das Monster ist an der Wand da irgendwie. Ah, Digga. Nee, also das zählt immer noch, als ob ich mit Zeichen kämpfen würde, weil ich kann ihm einfach keinen Schaden machen. Mit dem Schwert. So. Es lohnt sich echt nicht, den anzugreifen mit dem Schwert. Beziehungsweise... Ja, weil wir haben nicht, beziehungsweise man macht dem einfach keinen Schaden. So, ich muss wieder was futtern. Digga. Mein Gott, das macht doch echt keinen Bock. Alter. Ja, leck mich doch am Arsch! Ach, Leute. Oh, wo,
Wisst ihr, was sie machen? Wisst ihr, was sie machen? Ne, warte mal. Wir müssen... Verdammt. So, wir brauchen Axi-Zeichen. So, jetzt versuchen wir es trotzdem mit dem Schwert. Spring doch weg, Geralt! Was habe ich gedrückt? Yo, mach ich viel Schaden. Geralt, ich konnte nicht mehr wegspringen. Ich weiß nicht, was mit meiner Shift-Taste... Fuck. Ich hoffe doch, die Aufnahme ist nicht im Arsch. Ich habe... Scheiße, Mann. So, den letzten Spielstand laden. Alter, das geht doch echt nicht. So, letzter Versuch. Ich weiß nicht, was los ist. Man kann dem nichts machen, diesem Hurensohn-Baby. Wir sind echt zu schwach dafür. Wir können das leider nicht machen. Ich hasse solche verfickten Bosse, wisst ihr? Immer diese Bosse. Man muss Bosse... Bei Bossen muss ein Schwachpunkt sein. Nicht irgendwie immer wegspringen und irgendwie piss wenig Damage machen. Hauptsache, es dauert lange. Nein, jeder Boss muss einen Schwachpunkt haben. Und nicht irgendwie lange draufhauen. Richtig doof. Vielleicht versuche ich es nochmal zu besänftigen. Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Ja. Wir müssen es jetzt bekämpfen. Nee, so, wir sagen einfach, ich hab's nicht geschafft, weil das geht einfach nicht. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. So, wir versuchen das Monster in einen Tölpelbeutel zu verwandeln. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es noch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Barmherzige Götter. So, wir nehmen jetzt das Baby mit und versuchen es zu einem Tölpelbold zu machen. Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Ja, komm. Das Tor fuck nicht ab. So, wir gehen. Oh, da können wir es nehmen. Oh. Ah, Fell eines weißen Wolfes. Coole Sache. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt zurück. Komm schon, Geralt, lauf. Geralt, jetzt... Ich weiß nicht, was mit der Tastatur los ist gerade. Etwas ist sehr, sehr komisch. Kann ich springen? Ja, es klappt alles. So, jetzt müssen wir hier wieder kämpfen, denke ich. Tastatur! So. Stirb, Geist, stirb, 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 stirb. So sieht das Game aus. Zack und zack. Nächste Geister. Kann ich sie etwa nicht erledigen? Boah. Fehlt nur so wenig, Geist. Stirb, stirb. Einen erledigt, einen zweiten erledigt. So, mehr Geister. Wo seid ihr? Geister? Stirb, Geist. Stirb. Nimm das und das. Ich
werde dich umbringen. Ja, 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 du kannst dich nur Pisse teleportieren. Mehr hast du nicht drauf, Geist. So, wo sind die weiteren Geister? Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Dafür brauche ich Axi. Oder? Ja, Axi. So. Okay, wir machen ihn zu einem Tölpelbold. Ja, letztes Mal in der letzten Folge, wo... Ja. Haben wir es halt nicht geschafft. Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpelbold. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Ist ja ganz toll. Ein kostenloser Wächter, kann man so sagen. Natürlich etwas hässlich, aber man kann halt nicht alles haben. Och nein. Och nein. Es kommen noch mehr. Beeilung. Och Mann. Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen. Ich weiß. Deswegen versuche ich auch, sie zu bekämpfen. Boah, mein Gott. Ah, fuck, ich habe das falsch aktiviert. Fuck, ich brauchte Feuer. Ich brauchte Igni und ich habe das falsch aktiviert. Kampf, besiegen. Ich muss mich beeilen, sonst verwendet er sich neu wieder diesen bösen Geist. So, getötet. Aktivier doch! Ja, so, Igni. Du sollst futtern. Erledigt er den nächsten Geist. Der nächste Geist, bitte. So, diese Geister sind echt schwach, falls man sie mit so einem Schwert besiegt. Gibt es da noch Geister? Wieso? Wir nehmen mal hier wieder. Ah, verdammt, da sind noch mehr. Ich will wegspringen. Mann, Geralt, du bist echt eine langsame Lusche. Ah, Digga. Feuer, Feuer. So, Geist, komm her. Geralt, du bist so Loser. Mein Gott. So, nimmt das hier, Bitches. Besiegt. Der nächste Geist. Auch Geister könnt ihr auch was anderes außer herumspringen, teleportieren, was cheaten. Er bewegt sich wieder wie ein scheiß Aal. Ich kann ihn nicht halten. So, Gedankenbeeinflussung. Okay, alles chill. Hallo. Boah, endlich. Er ist ruhig gestellt. Huh, geschafft. So, es geht weiter. Ich hoffe, dort. Nee, der kommt noch das dritte Mal. Nein. Dann lass dir einen einfallen, das ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Nimm doch einfach irgendeinen Namen. Marie oder... Boah, was weiß ich was. Irgend so ein Namen. Komm. Komm jetzt. Und jetzt? Sprich mir nur. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen, und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, Thea, und empfange dich als meine Tochter. Gut, und jetzt begrab sie. Jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich Dea in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind.
Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit.